Okay, stopp. Hochrangiges Ziel. Soll verhört werden. Okay, hier kommt einer auf mich zu. Siehst du den hinteren von den beiden? Ich sehe gar keinen. Ich wurde eiskalt überfahren. Ja, aber ich eröffne das Feuer. Ist schon wieder Zeit, ja. Ich glaube, es ist schon wieder Zeit für einen Lappenschnaps und einen Hühnerkopf. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier bei der ganzen Geschichte. Ich habe Informationen vom HQ bekommen, dass da vorne in der Basis bei Armadillo sich ein Unidad-Hauptmann befinden soll, der weitere Informationen zu Jury und Polito hat. Leuchtfeuer? Ja, sehe ich. Ungewöhnlich. Lass mich mal außer Acht, alles klar. Du springst ab. Und. Fall schon dabei. Geronimo! Ich kreise noch kurz eine Runde über die Basis. Okay, ein Heli und Panzerfahrzeuge, mehrere Wachtürme. Wir haben vor allem Licht an den Wachtürmen. Okay, ich springe ab. Oh, das muss ich beobachten. Fallschirm ist offen. Versuch möglichst nah an deine Position zu kommen. Positiv. Ich versuche schon einmal ein bisschen etwas zu scannen, aber es ist Scharfschützer. Ein Turm 1. Vermutlich okay, auf allen 4 Türmen. Ich benutze einmal das sogenannte Fernglas. Okay. Moment, ich muss erstmal einen Schalldämpfer auf die Waffe montieren. Okay, erledigt. Prüfe Schalldämpfer. Ich bin ein Stück weiter. Okay. Ich bin ein Stück weiter vor. Ich bleibe hinter dir. Oder hältst du es für clever, wenn wir von zwei Seiten eindringen? Wir haben bloß die 3 Türme, ne? Okay, einen Scharfschützen habe ich ausgeschalten. Der eine duckt sich natürlich genau in dem Moment. Okay. Ich habe ihn im Ziel. Habe ihn markiert. Feuerfreigabe ist erteilt. Wenn du das Ziel hast, Feuer frei. Beseitigt. Sehr gut. Letzter Scharfschütze, ca. 200 Meter von mir entfernt. Ausgeschalten. Sehr gut. Das machen wir mit dem Licht. Gesehen. Ja, wir haben beide Kreuzfeuer. Das war wie es im Lehrbuch stand, muss ich sagen. Moment. Ich habe vorne Bewegung registriert. Ich setze Drohne ein. Nachtsicht aktiviert. Ich glaube, vorne in dem Wachhaus. Okay, leider sehe ich da drin keinen. Ich habe mehrere Gesichter. Sie sind gerade beim Appell? Abendappell? Die haben komische Gewohnheiten hier. Okay, rück weiter vor. Mit der Wärmebildkamera kann ich niemanden außerhalb von mir gesehen sichten. Allerdings, das Licht sollte mir das ausschalten, einfach so. Gib mir noch mal einen kurzen Moment. Drohne geht raus. Sieh an. Da könnte ich vordringen. Ich glaube, wenn wir... Ich wechsle einmal die Seite durch den Fluss. Ich glaube, der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir abends bzw. nachts das Ganze infiltrieren. Ich glaube, die Wachen schlafen zum Teil. Ich rücke weiter vor. Das Wachhäuschen hier ist komplett leer. Okay, draußen ist auch keiner weiter.
Rebellen? Okay. Hier ist ein Rebellengefangenenlager tatsächlich. Ich könnte hier durch das Haupttürchen. Hier ist komplett frei. Okay, Moment. Ich rücke weiter vor, ich bin drin. Ich rücke weiter zum Generator vor. Hauptmann gesichtet. Das war knapp. Ja, wir lassen dich gleich frei, mein kleiner Rebell. Es Ja, sind jetzt aber noch vier nicht. Rebellen. Geht aber noch nicht. Definitiv nicht. Okay, Moment. Ich habe Ich ein Ziel. könnte Position auf dem Turm beziehen. Das wäre sehr freundlich von dir. Ich bin kurz vorm Generator. Achtung, ich gehe jetzt auf den Turm hoch. So, Freunde. Achtung, Licht hier sind aus. Zivilisten in der Basis. Ich hoffe, Sie haben keinen großen Verdacht geschöpft. Naja, das Licht ist aus. Ja, ein bisschen nervös sind sie geworden, aber noch wissen sie nicht, wo wir sind. Deswegen weiter ruhig verhalten. Ich bleibe hier oben auf dem Turm. Okay. Sie Kein kommen Geräusch langsam entscheiden. in unsere Richtung, sehr langsam. Sie sind jetzt auf Höhe des Helikopters. Okay, ich habe bei mir hier auf 1 Uhr noch ein Ziel. Müsste aber rein theoretisch, wenn ich es gut anstelle, hochkommen zum Hauptmann, ohne gesehen zu werden. Versteck dich jetzt hinter dem Turm am besten. Jetzt könntest du jemanden wegmachen. Eliminieren Moment. sozusagen. Moment. Ich sehe kein Ziel bei mir. Der da. Deine Markierung ist aktiv. Ja. Okay, warte, wechsel die Seite. Er läuft zurück. Warte, nein, nicht abschießen, da kommt noch ein zweiter. Okay. Dort ungefähr kommt der zweite jetzt um die Ecke, genau. Rücke weiter zum Ziel vor. Positiv. Ich werde einmal eine Drohne starten. Okay, hinten bei mir befindet sich noch ein Ziel. Okay, ich bin im Haus. Von draußen sieht alles okay aus, alles ruhig, alles ruhig. Sie gehen, glaube ich, zum Generator, versuchen den zu reparieren. Ich bin in der oberen Etage. Es ist niemand weiter auf dem Dach. Alles gut, du kannst ganz langsam vorgehen. Puh, mein Puls. Aber darauf wurden wir trainiert. Okay. Ich hab ihn. Zieh mich erstmal ins Haus zurück. Du wurdest nicht entdeckt. Es ist alles. Starte Feuer. Starte Feuer. Ja. Ich hab den bisher herschreien hören. Alles gut, Ziel ist ausgeschalten. Wir haben zwei Möglichkeiten: die Waffenprototypen einsammeln und leise wieder raus. Oder wir machen hier drin ein bisschen Alarm. Ich bin für leise. Ich gehe wieder vom Turm runter. Alles klar, wir treffen uns dann unten. Das Waffenteil habe ich dir markiert. Achtung, ich bin sofort bei dir. Alles gut, ganz ruhig. Kurz aufmunitionieren. Pass auf, wenn du da unten rauskommst. Hinten in der Kaserne befinden sich noch ein Ziel sowie Dokumente. Alles klar, schließe zu dir auf. Das Waffenteil ist komplett frei. Sehr schön.
Sehr gut. Schauen wir mal, dass wir das Dokument heute hinten noch einsammeln können. Decke nach links. Das ist ein schlafender Kollege. Den hole ich mir so. Oder auch nicht. Ja, er hat irgendwie hat mein Ghillie-Suit geklemmt. Deswegen kann ich mich ja auch gerade nicht in Deckung begeben. Hier ist noch ein zweites Waffenteil. Ah, außerhalb der Basis. Das ist kein Problem. Das sollten wir auch sehr schnell hinbekommen. Tja, wenn wir umgesehen zu dem Transporter dort vorne auf der Karte kommen, wird es an sich kein Problem sein, mit dem Fahrzeug hier ungesehen rauszufahren. Also gesehen zwar schon, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell Verdacht schöpfen. Du hast einen Nachschub markiert? Korrekt. Moment, gib mal kurz Deckung. Alles klar. Ohne Mampf kein Kampf. Das sagte schon unsere Feldküche. Oh, ja, Herr Körner hatte immer recht. Alles gut, das Tor ist offen. Kein Fahrzeug notwendig, um hier rauszukommen. Nice and easy. Alles klar, ich check kurz. Sehr gut. Immer weiter. Ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Dennoch wachsam bleiben. Okay, frei. Ich stecke nach hinten. Ah, ich glaube, hier ist tatsächlich einfach alles gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, Nachschub ist markiert. Alles klar. Gut, scheint soweit frei zu sein. Material. Markierung erfolgt. So. Okay. Sauber. Entschuldigung, dass ich so einen schweren Schritt manchmal habe. Das passiert. Na, weil wir die Granate mal in den Ofen stecken. Okay, Waffenteil habe ich. Oh. Das wird langsam hell. Das kann sehr hilfreich sein. Okay, dann sollten wir uns langsam zurückziehen. Ich würde sagen, wir hauen mit dem Boot ab. Das ist aber hier unten welche gesehen zu haben. Bingo. Eine gute Idee.
Eine Etage noch. Okay, schalte mal das Nachtsichtgerät aus. So langsam sollten wir wirklich abhauen. Okay, das. Und. Okay, los geht's. Licht aus. Tja, wie in den guten alten Tagen. Was für eine ausgezeichnete Ausführung. Okay, kannst du mal ganz kurz checken, wir haben auf der linken Seite einen Helikopter stehen. Den würde ich gleich nutzen. Ich habe weitere Informationen zu Jury und Polito bekommen. Ich kann leider am MG meine Drohne nicht verwenden. Okay. Wir müssen noch Zwei einen Ziele. Gefangenen befreien. Okay, steigt mit ab. Okay, ich habe vom HQ die Informationen über einen Gefangenen bekommen, der noch weitere Informationen zu Julian Polito hat. Ich denke mal, wenn wir den Kollegen befragen, sollten wir alles zusammen haben, um sie endgültig ausfindig zu machen und ausschalten zu können. Ziel 1 perfekt im Blick. Sind das nur zwei Ziele? Ich habe nur zwei lokalisiert. Okay, Moment. Ausschalten. Das sah gerade ein bisschen witzig aus bei mir. Okay, ich habe Schüsse. Ganz kurz die Information hier mitnehmen. In sehr großer Entfernung. Gebäudeplan. Alles klar. DJ Perico, das ist für dich. Okay. Tja, dann würde ich sagen, holen wir uns den Gefangenen noch. Unidad Heli hinter uns auf 7 Uhr. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und sie haben nichts mitbekommen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne abspringen oder ich lande den Vogel. Moment. Ich würde sagen, wir landen diesmal. Dann bitte abspringen, das ist immer so eine Sache. Vorsicht. Alles gut, alles gut. Schau mal, ob ich die Kiste hier umladen kann. Okay. Oh, bisschen holprig. Zumindest ist hier oben alles frei. Das nenne ich doch mal einen perfekten Überblick. Okay. Wir haben einen Scharfschützen. Ich würde vorschlagen, wir gehen dort hinten über den Friedhof. Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, weil hier unten sieht es ganz schön voll aus. Sehr voll. Okay. Ich guck mal auf der taktischen Karte. Es sah überhaupt nicht danach aus, nein. Mal los, Black Echo. Ich könnte von hier oben ein bisschen rumsnipern. Ob das klappt, ist allerdings eine andere Frage. Der Beste war es in der Scharfschützenschule leider nicht. Aber immer mit vollem Elan dabei. Das ist die Hauptsache.
Schauen wir mal, ob wir hier. Okay, wenn wir hier vielleicht ganz kurz auf dem Feld landen, raus, hinlegen. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen die Vogelscheuche umgemäht. Scharfschütze Habe ich gesagt, Visier. macht mir der Scharfschütze da oben ein bisschen Sorgen. Ich würde aber dennoch warten mit Ausschalten. Warten mit Ausschalten. Bleibst du hier auf der Position? Ich bleibe hier. Behalten im Auge. Wenn ich deine volle Unterstützung brauche, sage ich dir Bescheid. Ich schicke nochmal ganz kurz die Drohne raus. Hier haben wir noch einen Feind übersehen. Okay. Ein Ziel kommt zu mir hier hoch auf der linken Seite. Ich habe ein Visier. Ich schalte ihn aus. Verdammt! Ruhig. Noch ist alles gut. Ich habe hier unten noch ein Ziel. Ich markiere. Oh, den sehe ich von hier gar nicht. Alles gut. Moment. Erledigt. Rücke weiter vor. Pass auf den Sniper auf. Er schaut schon fast in unsere Richtung. Jetzt sind Alles zwei gut, Männer alles auf gut. dem Dach. Der Scharfschütze und noch ein Soldat. Ja, links daneben. Einer befindet sich außerhalb. Ja, den kannst du jetzt auch Okay. nicht ausschalten. Er geht die Treppen hoch. Genau der. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das zweite Ziel auf dem Dach oben, hat das Blickkontakt zu dem Ziel links neben mir? Ja. Oder auch Offensichtlich aber nicht? nicht so intensiv. Okay, rücke weiter vor. Kannst du eventuell den links auf dem Dach als. Okay, er bewegt sich. Den sehe ich von hier leider gar Moment. nicht. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich schicke nochmal meine Drohne raus. Das Problem ist, wie komme ich hier ungesehen rein? Müssen zuerst die Leute auf dem Dach wegbekommen. Oh, es ist bloß noch der Scharfschütze oben. Dann sollte ich doch den Scharfschützen am besten jetzt wegmachen, oder? Schalt ihn aus. Unten zwei Mann am Auto. Wären die nächsten Ziele, die ich vorschlagen würde. Noch nicht notwendig. Ich starte nochmal Okay, ich kurz die rücke Drohne. weiter. Das war knapp. Sie bewegt sich. Ja, du kannst rein. Kann ich nicht. Vor mir auf der Straße befinden sich noch zwei Ziele. Und jetzt. Moment. Ich bin drin. Oh, hier war noch ein Narko drin. Ich rücke ein Stück weiter vor. Okay, ich bin bei dem Gefangenen. Okay, Verhörung kurz. Okay, ich habe die Informationen, die wir brauchen. Sicherst du meinen Rückzug? Ich verschaffe dir einen Überblick. Du kannst jetzt rechts rum. Oh, verdammt.
Ich bin gejagt. Okay, Moment, Moment, nicht schießen. Ich war gerade wieder im Status. Okay. Alles kein Problem, alles kein Problem, alles gut. Wie gesagt, du kannst rechts an der Kirche vorbei, hinten rum. Mir wird rechts ein Ziel angezeigt bei mir auf der Höhe. Oh, ich seh's. Es war mein Ziel. Okay, habe den Tanker ausgeschaltet. Aber jetzt ist es tatsächlich frei. Okay, ich komme. Okay, zurück zum Heli. Über die Vogelscheuche gestolpert. Du warst schneller als ich. Das war sehr, sehr. Eigentlich spielt das sehr, sehr gut. So langsam ist der Jetlag überstanden. Definitiv. Und das Gute ist, wir haben Juri und Polito. Ziel ist markiert. Sieht nicht so aus, als wäre Feindaktivität. Ich habe auch keine Informationen bekommen. Sicherst du nach hinten ab? Ich mach mal die Tür auf. Yep. Geht hier offen. Geh nach links. Okay, sauber. Draußen ist auch alles sauber. Okay, rücke weiter vor. Hier ist eine Treppe. Nach hinten ist frei. Okay, kein Ziel. Rücke weiter vor. Okay, es ist alles frei bis zur Tür. Wir können durch die Tür durch, wir müssen aber kriechen, glaube ich. Okay, Moment. Guck dir diese kranken Schweine an. Hast du die Minigun gesehen? Minigun? Oh, dort hinten in der Ecke. Das ist natürlich unmöglich. Ja, ich glaube, das war kein Spaziergang. Das ist ein komisches Folterinstrument. Ich glaube, die haben sich einfach nur gut abgesichert, weil der einzige Zugangspunkt ist die Tür hier vorne. Okay. Warte kurz. Also wenn wir jetzt hier eintreten, glaube ich, bringt der Schalter einfach sowieso nicht viel. Okay. Moment. Schalldämpfer wird entfernt. Tür öffnet nach außen, ne? Okay. Okay, soll ich jetzt den Ableckungskühler reinwerfen? Der macht aber bloß Puff. Naja, das ist doch egal. Oder willst du eine Splittergranate rumflacken? Mir ist egal. Dann mach eine Splittergranate. Okay. Das ist klar. Gauss lädt, ich bin bereit. Alles klar. Ich öffne die Tür. Splittergranate rein. Und los. Splittergranate drin, Rückzug. Ach, tja. Okay. Einer hat ganz... Zwei Ziele ausgeschalten. Okay, vorsichtig. Achtung, ich werfe eine Ablenkungs... Köder rein. Warte, ich schieb mal kurz die Drohne rein. Ein Narko dort. Passend ist direkt einer hinter der Kiste. Ja. Achtung! Gegner direkt. Vorsicht, Vorsicht. Es ist bloß okay, noch... Eine Person.
Achtung, 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 Achtung. Gatling Gun, Gatling Gun, Gatling Gun. Wow. Wow. Haben wir Fotos von den Zielen? Ja. Identität ist bestätigt. Soweit ist hier alles in Ordnung. Okay, beide Ziele bestätigt. Hast du das unten im Keller gehört? Irgendwas kam gerade aus dem Keller hier unten. Warte kurz, Drohne raus. Na, sieh an, sieh an. Okay, warte. Treff das Ziel nicht. Okay. Marco eliminiert. Das ist ein bisschen ekelhaft hier drin. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Tango down. Ach du Scheiße. Wow. Feindbeschuss. Sehr gut. Sieht sauber aus. Oh Achtung. Mein Gott. Achtung. Splittergranate. Über uns. Oh, das war ein Einblendungsköder. Scheiße. Achtung, Achtung. Treppe im Auge behalten. Treppe habe ich im Auge. Okay. Warte, ich rück vor. Langsam, langsam. Alles gut. Da kommt einer hier Schritte. Okay, keine weiteren Ziele in Sicht. Rücke nach. Vorsichtig. Ich fliege einmal kurz mit der Drohne. Okay, ich sehe sie. Im Außengang. Ja. Okay. Minigun ist nicht bemannt. Hab die Tür im Blick. Vorsicht. Ziele kommen rein. Sehr gut. Rücke vor. Ich vermute noch einen im Gang, könnten aber auch noch mehr sein. Okay, Ziel ausgeschalten. Warte vorrücken. Ah, da ist doch noch einer. Okay, Vorsicht. Ziel ausgeschalten. Drücke zur Tür vor. Ich fliege mit der Drohne voraus. Oh, da ist direkt einer. Ah. Wow. Puh, das war knapp. Vorsichtig, ich höre noch ein Ziel. Hab ihn. Erledigt. Muss nachladen. Okay. Okay, hast du die Treppe im Blick? Nein, im Moment nicht. Ich wollte eigentlich mit meiner Drohne vorausfliegen. Kleinen Moment noch. Er ist über uns. Okay, ich rücke weiter vor. Okay, okay, du kannst nach draußen gehen. Im Wohnzimmer ist niemand. Ich sehe draußen einen Narko. Ich habe gerade durchs Fenster gesehen, auf der Rückseite des Hauses. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn im Blickfeld. Ja, er steht hinter dem Haus. Ja, ich sehe ihn. Ich hab ihn im Blickfeld. Besetz du kann... den Heli, ich schnapp mir den. Okay, ich komme. Okay, mal schauen, ob wir den jungen Mann überraschen können. Er scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ich glaube, er ist nervös. Ja, deutlich nervös. Deswegen ist er wahrscheinlich auch oben geblieben. Sieh an, wen ich hier habe.
Tja, Informationen bekommen wir aus dem wohl nicht mehr raus. Okay, mitkommen mit uns möchte er auch nicht. Dann lass man hier. So, dann flieg uns mal raus. Ich würde sagen, das war ein recht erfolgreicher Tag heute. Wir haben sehr viel und sehr gut allerdings auch aufgeräumt. Ich glaube, das HQ wird das sehr zu schätzen wissen. Hervorragender Job. Was Ich ist würde das sagen, eigentlich wir für ein Dorf fliegen da erstmal. unten? Das Dorf dort unten. Ah, da war Moment. ich doch gerade eben. Alles gut. Itaqua Echo ist das ja unser Sammelpunkt. Okay. Sagen, fliegen wir nach Hause. Gönnen uns ein bisschen Ruhe und sehen uns beim nächsten Einsatz. Es ist wieder mal Zeit für einen Lama-Schnaps. Definitiv.